Hey Leute, hier ist Max, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich weiß nicht, ob ich dieses Video nachher bereuen werde oder nicht. Jetzt gerade haben wir es 19.55 Uhr und in 7 Stunden werde ich wieder aufstehen müssen. Ich habe mich mal gefragt, wie das so wäre, wenn man mal so um 3 Uhr nachts auf Omni TV unterwegs ist. Keine Ahnung, frag nicht, wieso ich das gedacht habe, aber ich wollte es echt mal ausprobieren, mal schauen, wie es wird. Bleibt mir gerne dran. Wir sehen uns dann wieder, wenn es 3 Uhr nachts ist und ich mich aus dem Bett quäle. Übrigens, Leute, der Wintermatch ist nur bis zum 31.01. verfügbar. Der ist reduziert und danach ist er komplett weg. Erster Link in der Videobeschreibung, schaut gerne vorbei. Guten Morgen, Leute. Es ist jetzt gerade kurz vor 3. Es ist die reinste Katastrophe und ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Also ich gehe jetzt einfach mal rauf. Ich sehe hier diesen 146.000 Leute online. Digga, Alter, das kann gar nichts werden, ey. Wieso bist du noch so spät unterwegs? Ja, musst du gar nicht schlafen oder so? Mhm. Keine Schule oder so morgen? Also heute? Mhm. Also, nee. Bist du nicht dieser eine YouTuber? Ich mach YouTube, ja. Jetzt wie so Jonas oder so? Ich weiß nicht. Nee, ja. Nicht ganz. Moin. Salam alaikum. Hallo. Was machst du so spät noch? Nix. Warum du? Schläft man nicht um die Uhrzeit? Ich wollte gucken, wie es hier nachts ist auf Omni TV. Keine Ahnung, frag nicht, wieso ich... Oh, da ist auch viel los. Ja, das ist voll krank. Ich dachte, alle schlafen oder so. Sorry. Scheiße, die kann. Oh, bin ich so dumm, drück weiter. Hallo? Ne? Nicht hallo? Kenn dich. Echt? Mhm. Bau mit dem Feuer zuerst die Umrisse, ne? Mhm. Du kennst ja Christi dann bestimmt auch, oder? Mhm. Du könntest als ihre Schwester so durchgehen. Hallo. Moin. Moin, Hamburg? Kiel. Ja, moin. Du hast uns rausgehauen aus dem Pokal. Das finde ich nicht. Nein, gut. Nicht uns. Ich bin kein Bayern-Fan. Ja, okay. Mich aus dem Pokal. Ja, perfekt gepasst. Holstein. Ich geh mal kurz hier vom Stuhl hoch und guck mal, ob irgendjemand das erkennt hier oben. Hallo? Moin. Danke fürs Warten. Ich folge dir auf TikTok. Hallo. Cool. Ich habe aber auch YouTube. Da folge ich dir, glaube ich, auch. Perfekt. Max, bin ich auf YouTube? Fresher Schrank oder was, das da jetzt mit irgendwas drin ist? Also, was ist das denn für eine Sammlung da? Selbst gebaut. Aus Paletten. Lol, stimmt. Und du so? Ja. Ich dachte mir, ich guck mir mal an, wie es hier so nachts ist. Ich muss dir was erzählen. Okay. Kim Meier, was denn? Wie viel Langeweile habt ihr? Was? Wie viel Langeweile ihr habt? Hi! Du machst hier ernsthaft eine Uhrzeitmatte. Ja, mach ich. Ja, wie viel Langeweile hast du? Ja, ich hab sehr langweilig, deswegen mach ich jetzt Mathe. Das ist gar keinen Bock auf mich gehabt, oder was? Oh, sorry, dass ich dir ins Wort gequatscht habe. So, mittlerweile ist es gleich schon 4:30. Scheiße. Christian, ich wollte nachher übrigens einkaufen morgens. In 3 Stunden muss ich wieder aufstehen. Oder 4. Voll Schnee, heute mag ich keinen. Ich laufe durch die Stadt nur so, um Leute anzuschreien. Gehen in diesem Kellerzimmer, oder was? Das ist schon 5-mal gesehen. Wie viel war der? 11? 12? Mama hat mir geschrieben, die sind auch auf Omel TV und fragt nicht, warum die eben die Uhrzeit nach wach sind. Ich, Leute, wieso ist meine Eltern? Um 4:30 auf Omel. Ja, ich finde das sau komisch. So, wir suchen die jetzt. Okay? Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich nie reden kann. Ich krieg meinen Mund nicht auf gerade. Ich hoffe, die haben das Licht wenigstens angemacht bei denen unten, ne? Ja, du finde ich. Hi. Hallo. Ja, warum ist das so schwer? Aber ich merke langsam, dass ich langsam so ein bisschen wach werde. Ich sehe hier die ganze Zeit die gleichen Leute. Aber nicht... Meine Eltern. So meine Lampe an. Nee, egal, kein Bock auf Lampe. Warum ist das so schwer? Ich finde die nicht. Ich glaube, es wird nichts heute. Leute, 45 Minuten schon dabei. Oh mein Gott! Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich würde sagen, wir kriegen es noch hin, dass wir es nochmal finden, oder? Ich fühle mich gerade richtig. Und ich dachte eigentlich, ich würde es schnell genug raffen. Weil ich dachte, der hat schon 2-mal nacheinander den Typen gefunden. Aber ich weiß, Leute. Ich weiß, sie sind irgendwo da draußen. Und ich hatte schon selbst befürchtet, weil das habe ich jetzt angefangen zu skippen. Und ich habe gesagt, Frau Schreck werde ich wahrscheinlich wegskippen. Was hast du jetzt bei mir gemacht, bei uns gemacht? Na gut, wir skippen weiter. GG an der Stelle, ganz ehrlich, das ist... Ich würde ja gerne eigentlich, also ich glaube, vielleicht hätte ich das... Moment. Ich hätte das tagsüber gemacht, wäre ich ein bisschen lauter. Den habe ich schon, diesen...
Die Typen, der Oberkörper frei ist, schon fünfmal gesehen, meine Güte, ich will die nicht so oft sehen. Ich muss mich anstrengen und hoffen, dass ich sie nicht wegskippe. Und ich hoffe, dass ich sie nochmal treffe. Aber ich weiß, sie sind da irgendwo. Leute, jetzt wissen wir safe, die sind auf Omel TV. Auch mittlerweile um 4 Uhr nachts. Ich kann es nicht sein. Also, ob ich die jetzt nicht mehr finde. Es. Du gehst sofort ins Bett, mein Lieber. Wir suchen dich jetzt schon seit 50 Minuten und das reicht jetzt total. Also, wenn du den Morgen noch erleben willst, dann machst du sofort die Kiste aus und schläfst. Ich wäre hier schon fast eingeschlafen, Mann. Wen habt ihr so? Wen habt ihr so getroffen hier? Dich! Nach 50 Minuten! 50! Und dann hast du uns noch einmal weggeskippt, ne? Wenn du das noch einmal machst, ne? Wenn du uns wegskippst, während wir dich gerade gefunden haben. Wie laut seid ihr bitte? Nicht so laut hier, es ist Ruhestörung hier. Ich beschwere mich hier. Nachbarn zu laut. Ruhestörung? Ja, ihr seid zu laut da unten. Ruhestörung? Du kriegst gleich Stubarest, wenn das nochmal passiert. Wir hatten teilweise Leute schon total oft. Ey, ich hatte einen, glaube ich, keine Ahnung, 6-7 Mal oder so. Ja, wir hatten auch ganz viele. Und was habt ihr so erlebt? Viel. Wir erleben jetzt unser Bett. Und zwar den ganzen Morgen durch. Also wir haben schon gesagt, wenn ihr Max sieht, sagt mal, er soll ins Bett gehen. Hä, ja, also ich muss sagen, ich werde langsam wieder wach. Also das ist echt schlimm. Ich dachte, das würde schneller gehen. Aber ich kann, ja, dachte ich auch, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viele da sind. Ab ins Bett. Ey, du glaubst, sofort. Gute Nacht. Ich glaube gar nicht, wie viele hier irgendwie, keine Ahnung, die sagen, ich habe ja gefragt, warum die so lange wach sind. Die meisten meinten so, ja, der ist langweilig oder so. Ich werde dich gleich nochmal hier finden, ne? Dann gibt's wirklich Stubenrest. Alles klar. Nein, wir hatten auch welche, die haben gesagt, die haben Homeschooling und die haben jetzt die Nacht zum Tag gemacht, ne? Also die sind nachts wach und tagsüber schlafen sie dann. So, sollt ihr auch mal drüber nachdenken? Das ist so geil. Irgendeiner haben die gesagt, ja, die bleiben jetzt mal wach. Um 8 Uhr haben sie Videokonferenz. Was zeigst du mir da? Ja, Uhr. 3.43 Uhr. Warum ist es bei euch nicht spiegelverkehrt? Hä? Stimmt nicht. Ja, zeig mir. Spiegelverkehrt. Zeig doch mal rein die Uhr. Falsch an der Uhr hier, dass sich so falsch rum anzeigt hier. Papa hat schon zwischendurch die Cam umgedreht, dass sie auf dem Kopf waren. Ich hab gesagt, mach mal zurück, sonst kippst du uns noch mehr weg. Oh Gott. Ich schlafe. Können wir jetzt mal ins Bett wieder? Ja, geht ins Bett, geht schlafen. Das ist eine gute Idee. Was? Ihr seht kein Stück müde aus, ne? Während ich hier Augenringe hab, die hängen schon unterm Kinn, Mann. Ey, ich bin echt saumüde. Mach aus. Tschüss. Gute Nacht. Bis morgen früh zum Einkaufen. Lohnt sich gar nicht mehr ins Schlafen zu legen. Okay, weißt du was? Du kannst noch ein bisschen weitermachen. Ja. Ruhig jetzt weg. Jo, wir dich auch jetzt. Tschüss. Leute, wir haben es geschafft. Ich habe meinen Eltern noch ein zweites Mal zum Glück gefunden. Ich hoffe, ich kann noch einschlafen. Werde ich, glaube ich, sowieso können, weil ich bin echt müde. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut unbedingt beim Merch vorbei. Die gibt es bis zum 31. Ich sage, haut rein, Leute. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich bin müde.